lieben Brüder und Schwestern hier und an den Übertragungsstationen. Ich wünsche euch allen einen gesegneten vierten Adventssonntag und lese ein Wort aus Römer 15, und zwar den Vers 13. Da heißt es: Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Soweit. Schwestern hier wie an den Übertragungsstationen, das ist ein großartiger Auftakt für diesen Gottesdienst, und ich hoffe sehr, dass auch an den Übertragungsstationen diese Adventsfreude herübergekommen ist. Tochter Zion, freue dich, es möge Freude sein in den Herzen, und wir wollen neu wieder aus der ewigen Fülle hinnehmen das, was uns fähig macht, diese Freude festzuhalten, zu bewahren, auch wenn manche schwierigen Dinge zu durchleben sind. Wir wissen, dass es nicht immer leicht ist, jeden Tag, jeden Augenblick mit der göttlichen Freude erfüllt zu sein. Ich wende mich jetzt besonders jenen zu, die es nicht leicht haben, die gerade in diesen Tagen unter Schmerzen leiden, die vielleicht durch Arbeitslosigkeit geplagt sind und nicht wissen, wie es weitergeht. Ich wende mich allen zu, die besondere Sorgen haben in der Familie oder was es eben auch sein mag. Ihr lieben Brüder und Schwestern, ich möchte ein Wort hineinlegen in unser aller Herzen, das wir in Psalm 31 Vers 25 finden. Da heißt es, schöner Aufruf: Seid getrost und unverzagt, alle, die ihr des Herrn harrt. Sei getrost und unverzagt, lieber Bruder, liebe Schwester. Aber es ist natürlich auch eine Voraussetzung hier genannt, damit man getrost und unverzagt sein kann. Und das ist: Man muss auf den Herrn harren. Woher sollte uns sonst die Hilfe kommen? Wir wollen harren auf den Herrn. Und dieses Wort harren, das ist nun sicherlich nicht mehr so ein Wort, das man alltäglich benutzt. Es beinhaltet aber wohl sehr viel. Es bedeutet eine intensive Zuwendung zum Herrn. Es bedeutet ein intensives Warten auf die göttliche Hilfe. Es bedeutet, dass man sich konzentriert und alles dem Herrn anheimstellt. Lasst uns also harren, auch in Geduld und in Standhaftigkeit. Harren auf Gott. Und dann kann man tatsächlich getrost und unverzagt sein. Das heißt, man kann mutig in die Zukunft sehen, man kann eine gewisse Gelassenheit an den Tag legen. Was kann uns schon geschehen? Wir sind in der Hand Gottes. Wir bleiben lieblichen, wie seine Werke sein werden, wie seine
habe uns nun ein Wort vorgelesen, wo der Apostel Paulus sehr auf die Hoffnung hinweist und hier in der Tat einen Segenswunsch ausspricht, den ich heute erneuern möchte, wo es heißt, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben. Ein Segenswunsch, aber auch ein Adventswort. Warum? Weil hier von der Hoffnung die Rede ist. Denn Hoffnung hat etwas zu tun mit Erwartung. Erwartung dessen, was da kommen soll. Und das ist Advent. Als die Vorbereitungszeit, die hinführt zum Weihnachtsfest. Und wir sehen da nicht nur die irdischen Verhältnisse, sondern wir betrachten uns, unseren Stand als Gotteskinder. Wir richten uns aus nach dem großen Fest der Wiederkunft Jesu Christi und wir leben demzufolge auch jetzt schon geistigerweise in einer großen Adventszeit. Worauf hoffen wir denn eigentlich? Was ist denn nun Inhalt unserer Hoffnung? Naja, da gibt es eigentlich, wenn man mal alles zusammenfassen will, zwei große Gebiete. Einmal hoffen wir täglich neu darauf, dass der Herr uns begleitet und eingreift hier und da, wo besondere Sorgen sind, wo Lasten zu tragen sind. Wir hoffen auf seine Führung, Tag für Tag. Das ist einmal das Gebiet, wo wir Hoffnung an den Tag legen. Aber zum anderen, und das ist noch strahlender, möge noch weiterreichender sein, hoffen wir auf die Wiederkunft des Gottessohnes in der Zukunft. Das ist doch die Hoffnung, die wir in uns tragen und die heute wieder belebt werden soll. Hoffnung auf Gottes Eingreifen, Tag für Tag, auf seine Hilfe. Hoffnung aber auch, dass wir jenen Tag erleben, an dem der Herr sein Werk vollendet und uns zu sich nimmt. Was macht nun die Hoffnung so schwer? Ja, ich bin Realist genug, um zu sehen, dass das nicht immer einfach ist. Da ist auch bei uns, bei jedem von uns, ein Stück Not und Trübsal, da ist Leid, da ist manches an Schwierigkeiten, was das tägliche Leben mit sich bringt und nicht immer tut sich sofort etwas. Da ist schon mal die Frage, wann greift denn der Herr ein? Also, das ist schon einmal so, dass wir natürlich mit unseren Vorstellungen und unseren Wünschen daran gehen und dann sehen, es ist nicht so, wie wir das uns vorstellen. Und das trübt manches Mal die Hoffnung. Hier heißt es, wir wollen immer reicher werden an Hoffnung. Und dann wird auch das Mittel genannt, was dazu führt, nämlich durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, wenn wir den in uns bewegen und walten lassen, der schafft Hoffnung. Und dann ist auch noch angeführt, der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben. Wenn also die göttlichen Gaben da sind und in aller Fülle sich offenbaren können in der Gemeinde, das schafft Hoffnung. Lassen wir also die Hoffnung doch nicht fahren. Sie gehört zu Gottes Kindern. Sie muss ein Wesenszug der Gotteskinder sein. Mag der Herr Gnade schenken, dass wir diese Hoffnung festmachen können, heute wieder neu, dass wir reich werden. Wo viel Hoffnung ist, da ist auch viel Zuversicht. Musik.